Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Schottland. Naja, im Grunde schon. Ich habe hier ein Geschenk bekommen. Society Cask, also SMWS Nummer 6666 bedeutet Ardmore 158. Someone left a cigar in the Bordier. Selected by Stefan Gabani. Also Stefan Gabani, der Typ, der hier diese Koteletten hat bis dahin, ist echt schon ein Unikat, denn dort auch hauptsächlich aus München. Also es gibt eine Werbeagentur, es heißt dann alle fliegen hoch, die machen jetzt, die vertreiben jetzt hier, machen die Marketing für SMWS in Deutschland. Und ich habe ein, lieber Jason, viel Spaß bei Profieren der Gabani Edition. Cheers, Henriette. Ich kenne Henriette nur von indirekte Sachen. Ich habe nicht darum gebeten, die haben es einfach direkt zu mir hingeschickt. Als ich in Mülheim war auf der Aquavite, habe ich erzählt, dass ich schon ein Sample habe. Er sagt, von wem? Ich sage, ja, von Henriette. Sie sagt, cool, also keine Ahnung. Also charakterstarke Whisky mit zarter Rauchnote. Schauen wir mal. Oh, der braucht Zeit im Glas, deshalb werde ich das hier schon einschenken. Und ein bisschen Zeit geben, ja. 20 Jahre alt, am 27. Mai 1998 destilliert. Das sind Refill Bourbon Hogsheads. Also ein Wort dazu. Ein Hogshead ist eine, man nimmt fünf amerikanische Fässer, man zerlegt sie, man baut sie zusammen in vier Hogsheads und da kommt man einfach statt 200, 250 Liter dabei heraus und man tut nur den Deckel darauf. Und dann die werden wiederverwendet. Das heißt, einmal als Bourbon, einmal als Hogsheads und noch ein letztes Mal dann als Refill Hogsheads. Da steht nicht First Fill, Second Fill, Third Fill. So, wer weiß, wie oft der benutzt wurde. Nach 20 Jahren ist dieser Whisky immer noch extrem hell. Das ist Highland Region, das ist 51,1% und das ist eine Flasche von 218. Es ist echt interessant, dass hier unten steht Tasting Notes von Stefan Gabbani und die sind auf Englisch. Und was ich auch wirklich ganz, ganz dämlich finde, ja, und ich betone es nochmal an SMWS und alle, die zuhören, ich finde es ganz dämlich, dass es eine German Exclusive Bottling ist. Man darf das nur in Deutschland kaufen und trotzdem wird es im Pfund abgerechnet. Also ich finde das doof. Also Europreise, 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 ja, wenn du in Deutschland Sachen hast, dann verkauf sie in Deutschland. Und zwing mich nicht dazu, die aus Schottland denn da hier rüber zu bringen, ja? So, das bin ich, ja? Also preislich liegen wir bei 95 Pfund für die Preis, für diese Sache. So, Whiskey Base Nummer 139384. Ich habe gelesen, also Ardmore gehört zu Beam Suntory, also fand ich auch interessant. 1898 hat Williams Teachers Sohn, der Adam, tatsächlich die Distillery gegründet, damit es genug Whiskys gab für sein Blend namens Teachers. Der Distillery Ardmore hat momentan eine Kapazität von 5,5 Millionen Liter, das ist schon viel. Und die haben tatsächlich vier Wash Stills und vier Spirit Stills, die gleich groß sind, 15.000 Liter jeweils. Und bis 2001 hat man dann immer noch mit Steinkohle da tatsächlich das betrieben. Und seitdem ist das, seit 2001 benutzen sich tatsächlich Dampf wie alle anderen. Ich frage mich und ich hoffe auch, dass alles dann computergesteuert ist jetzt langsam. So, ich habe einmal mal gefragt oder habe ein bisschen gelesen und ich habe gelesen, dass die deutsche SMWS über 900 Mitglieder hat. Also ich glaube, persönlich kenne ich ungefähr 60 davon gefühlt. Es können auch noch mehr sein. Aber okay, 900 Leute in Deutschland, die Mitglieder sind bei SMWS und ich muss immer noch mit Euro, ich darf nicht mit Euro, sondern mit Pfund bezahlen. Ihr merkt, ich reite herum und wenn eine Flasche ein Fass nur 218 Flaschen abgibt, die für die 900 Mitglieder sind, das war auch ein Werbegeschenk, das war ein Gag, das war ein bisschen Marketing hier, jemand Berühmtes da zu nehmen, damit man auf SMWS, das Scotch Malt Whisky Society, aufmerksam macht. Bin ich Mitglied? Nein. Werde ich Mitglied? Nein. Zumindest nicht in den nächsten Jahr oder zwei. Ich habe so viel Whisky, so viele Flaschen und so viele Sachen, die ich noch machen will. Ich brauche mich gar nicht mit SMWS ab. Finden momentan. Wer allerdings sagt, ich weiß nicht, welche Flasche ich haben sollte und ich möchte gerne jemanden haben, der vorhat, alles qualitätsmäßig das dann kontrolliert und dann gibt es Tasting Panel und die geben einfach ein Okay,
dann bist du gut aufgehoben bei SMWS. Ich habe nichts gegen SMWS, aber ich werde da nicht unbedingt Mitglied werden, weil ich sowieso ein Flut von Whisky habe und das komme ich noch niemals hinterher. Genug geredet, lass uns sehen, womit ich das vergleichen möchte. Momentan, wenn ich das Wort leicht rauchig höre, dann gibt es nur eine einzige Flasche, auf die ich immer wieder zurückgreife, momentan Talisker 18. Talisker 18 und ich, wir mögen uns. Da bin ich echt froh darüber, um ehrlich zu sein, dass ich einen leicht rauchigen Whisky habe, der ein bisschen tatsächlich das hergibt, was ich gerne auch trinke. So, fülle ich hier ein und dann vergleichen wir. Hier haben wir 20 Jahre alt, hier haben wir 51,5%, hier haben wir 18 Jahre alt, hier haben wir 45,8%. Alles gefüllt im Grunde alles ab mit 45,8%, es sei denn, man hat den 57th Degree North. Das ist ein bisschen anderes mit seiner Fassstärke. Das sind von 57%, aber alles andere Talisker kann man einfach merken. 45,8% ist man gut dabei. So, auch sofort merkt man Unterschiede auch in der Farbe. Und das hat einen einzigen Grund: die Färben. Buh, Diageo färbt. Also deren Talisker ist gefärbt. Deshalb ist das hier Natur. Das ist besser. So, meine Nase sagt: leicht rauchig, süß, gefällig. Ich habe Pflaumen in eine Vanillesoße. So, lass uns sehen, was hier Stefan Gebani sagt. A well-integrated dram, sweet smoke with Marzipan on the nose, alongside with fruitiness of green apples and raspberries. Also eine sehr gut integrierte Dram, süße Rauch mit Marzipan. Marzipan ist Mandeln. Nee, habe ich immer noch nicht, sorry. Zusammen mit der Fruchtigkeit von einem grünen Apfel und Himbeeren. Himbeeren habe ich auf gar keinen Fall denn da. Gut. Danach wird es gefolgt vom Tree Bark, also Baumrinde. Mit Dark Chocolate with a Touch of Ginger. Danach eine dunkle Schokolade mit einem Hauch von Ingwer ist dann dabei. So, und jetzt muss ich das einfach mal. Nett, also gefällt mir mittlerweile gut. Danke, Henriette. Ich habe zuerst gedacht, Mensch, was gibt sie mir hier, weil ich rauche. Genau. Hier, wie war das nochmal? Someone left a cigar in the Bordere. Ach, die tun sie echt nicht viel. Also der ist süßer, der ist gefälliger, der ist runder. Ja, ein bisschen mehr Biss, muss ich ganz ehrlich sagen. Wow. Also ähnliche Kategorie bin ich schon da unterwegs. Slanche? Ich schreibe einfach mal, ich lese vor, was es hier steht. On the palate now, also am Geschmack. Imagine vanilla cream in a cigar box, demerara sugar and ripe cherries for a long and dry finish full of charcoal and salt. Salz gehe ich fast ein bisschen mit, aber das mit der Kohle, mit der Charcoal, mit der Grillkohle, nee. Also ich habe schon Grillkohle in meinem Whisky gehabt und das ist das nicht. Ich habe Vanillecreme gehabt, schon vorher in der Nase, ob das im Mund da so ist. Aber dieses ripe cherries, diese reife Kirschen, bin ich nicht so sicher. Und da ein langer und trockener Abgang, also Finish. Lang, ja, aber trocken ist er nicht. Also ich habe schon viel, 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 viel trockener gehabt. Ein bisschen salzig, ein bisschen mehr intime Noten jetzt hier. Also viele Leute haben in letzter Zeit immer wie Studium immer wieder geschrieben, Atmore musst du probieren, Jason. Atmore dieses, Atmore jenes. Jetzt bin ich momentan angekommen, wo ich Atmore auch dann kaufen und probieren werde. Ich muss schauen, ob ich Samples oder ob ich ganze Flaschen hier einfach besorge, damit ich das so machen kann. Also ein tolles Geschenk, muss ich schon sagen. Hätte ich nicht gesagt, dass ich mir das auch als positiv bewerten kann. Alkohol war schon für seine 20 Jahren gut präsent. Also der schob schon, der Ingwer-Moment, Ingwer-Schrägstrich, weißer Pfeffer ist immer einfach alkoholische Stärke, ist alkoholische Schärfe eigentlich. Und
Ich werde ihm tatsächlich erlauben, hier seine drei Tropfen zu bekommen. Und dann werde ich hiermit spielen. Ah, ich habe vier gegeben. Sein Whisky trägt den entsprechenden Namen Someone Left a Cigar in the Bordeaux. Dahinter verbirgt sich ein 20 Jahre altes Single Malt aus den schottischen Highlands, der mit Noten von süßem Rauch, Himbeer, Baumrinde und dunkler Schokolade aufwertet. Für die jüngste Deutschland Edition der Society konnte die Münchner Bar- und Whisky-Legende Stefan Gabbani als Partner gewonnen werden. Der Autor von Schumanns Whisky-Lexion, Lexikon, und Betreiber der Bar Gabbani hat dafür unterschiedliche Fassproben verkostet. Drei Fässern wurden ihm angeboten, habe ich gelesen. Sein Favorit gewählt und die Tasting Notes verfasst. Also ich habe immer noch meine Pflaumen da mit Vanillezucker, mit einem Hauch von diesem Rauch, als ob jemand im Nebenzimmer da eine Pfeife, nicht Zigarre, eine Pfeife rauchen würde. Das ist mir wichtig, was Zigarre finde ich doof, aber Pfeife finde ich manchmal gut. Ich musste einfach mal aufstürzen, weil ich habe die reifen Kirschen entdeckt, sofort. Ich habe einen Schlüssel vom alten, nicht alten, einen Schlüssel vom reifen Sauerkirschen gehabt. Also sofort. Sehr schön, sehr schön. Also Charcoal kann ich echt nicht unterstreichen, aber immerhin habe ich die Kirschen jetzt gekriegt. Yay! Also diese Assoziation. Und jetzt kommt ein Hauch von diesem Rauch rüber geweht. Also nett. Was kriegt der? Kriegt ein 3 plus. Also 1, warum hast du es nicht gekauft? 2, kaufen 3, kann man kaufen 4, braucht man nicht kaufen 5, warum wurde es hergestellt? 3 plus. Preislich, also 95 Pfund ist, was weiß ich, dann 110 Euro. No. Also erstens ist er nicht 20 Jahre alt, geschmacklich für mich. Also das merkt man, dass diese Fass ausgelaugt war, ein bisschen alt war, ein bisschen schon nicht wenig abgegeben hat, auch nicht wenig weggenommen hat. Leider. Aber der Atmore-Charakter an sich ist gut. Also ich muss nochmal mit Legacy anfangen und einfach meinen Weg nach oben wieder arbeiten und schauen, was denn alles ist. Es gibt so viele verschiedene Destillerien, schon so viele Whiskys, die man alles denn dort einfach mal sich da zum Gemüte führen lassen muss. Gut. Ich gehe mal hier rüber zu Talisker, 18 Jahre alt, und ich vergleiche einfach mal, weil das für mich eher ein 2-Whisky war, ist der es immer noch besser als das. Schauen wir mal. So viel komplexer. So viel ein besseres Mundgefühl. Weich, rund, cremig. Auch der Alkohol schiebt nicht so, aber längerer Abgang. Besserer Finish. Also die Salzigkeit kommt einfach ein bisschen mehr durch. Sorry, Leute, also wenn ich mein Geld irgendwo hinlegen müsste, ob ich da 90 Euro dafür oder 110 dafür, jedes Mal würde ich lieber der Talisker 18 nehmen. Henriette, das ist nicht das, was du hören wolltest, das weiß ich. Aber das so werde ich, so mache ich meine Videos. Ich vergleiche sie mit verschiedenen Sachen. Jo, was soll ich sagen hier? Danke. Preis-Leistung. Ja, wenn ich ein 3 Plus hier gebe, ist es ein 110 Euro. Also 4 Plus. Also ach, 3 Minus Minus. Ja, also versuch mal einen Atmor 20 Jahre alt zu finden unter 100 Euro. Das wird schon schwierig sein. Das weiß ich. Aber der pure Charakter der Destillat kommt hier gut durch. Das muss ich schon sagen. Durch ein Refill Bourbon Hogshead, das ist einfach gegeben. Und ich freue mich, dass ich ein Sample gekriegt habe. Ja, The Scotch Malt Whisky Society findet ihr einfach, tipp einfach mal ein, denn dort SMWS. Ich glaube, Malte Talks Malts zum Beispiel hat gerade jetzt hier seine Mitgliedschaft erneuert. Er wird auch in Schottland sein jetzt hier und möchte gerne auch hin to the Vaults, dort wo einfach mal diese alte Gemäuer sind und der Haupt.
der Hauptquartier, der Hauptfirmensitz da ist und möchte auch gerne reinkommen. Wer Mitglied ist, kommt kostenlos rein und wird ein bisschen verwöhnt. Und wenn ich dort in Schottland öfter wäre, wenn ich dort tatsächlich auch in der Nähe davon wäre, würde ich es überlegen. Aber die Flaschen immer wieder nach Deutschland schicken zu lassen und immer wieder die ganze Hickhack mit den Outturns und nicht dranzukommen und zu warten, und klick, 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 kriege ich eine Flasche, kriege ich eine von den tollen Flaschen. Das finde ich einfach nur ein bisschen nervig, ja. Also das gleiche Problem hat man bei Marco Bonn. Also wenn er auch seine Single-Cast-Dinge macht, das sind nicht nur 900 Leute, sondern gefühlte 9000 Leute, die da warten, die Dinge da zu kaufen. Das ist genauso nervig. Aber jo. Das ist das Problem. Zu viele Leute, zu wenige Flaschen aus einem Single Cask. Jo, und da gibt es keinen Weg vorbei. Das ist kein Weg, um das zu ändern. Es sei denn, man macht Wertings wie Signature Vintage macht, einfach mal zwei oder drei Fässer zusammenlegen, damit man die 1000 Flaschen denn da zusammen bekommt. Ja, meine Frage des Tages ist: Was denkt ihr über SMWS? Also ist das eine hochnäsige, exklusive Club vom Whisky Nerds? Oder ist eine ganz tolle Geschichte denn dort, um gut Whiskys zu bekommen, die man sonst von der Distillerie nie gesehen hätte? Oder irgendwo dazwischen? Ja, also ich neige eher zu links als zum zweiten, als denn zum ersteren. Es ist ein Club, es ist ein exklusiven Club, aber die versuchen alle möglichen da reinzukriegen. Und ich finde es einfach mal für Menschen auf eine gewisse Reise, ein gewisses Stadium ihrer Whisky-Reise genau richtig. Gerade die alle Standards schon durch hatten, die sagen, ich will immer wieder Single Cask haben, ich will immer Fassstärke haben, ich will einfach was Besonderes haben. Da ist man gut dabei. Allerdings heutzutage bietet fast jeder Whisky-Shop in Deutschland auch genau eben diese Produkte an. Und da frage ich mich jetzt hier, Whisky Jason, bis auf dem Tasting-Panel, denn jeder Shop, der auch denn der sein Whisky Fässern kauft, hat vorher selbst probiert. Deshalb vertraue ich lieber Marco Bonn oder wer auch immer das ist, so ist oder Tom oder wer auch immer, als denn da diese Whisky-Panel da bei SMWS. Das ist der einzige Vorteil, den man hätte, beziehungsweise wie oft die rauskommen. Einmal im Monat gibt es immer wieder Flaschen, die man bekommen kann. So, ja, also 66 ist die Zahl, das heißt der Distillerie, 158 heißt, es gab 158 Abfüllungen schon von dieser Distillerie und die 159 wird einen neuen Namen bekommen und auch ein neues Geschmacksprofil haben, möglicherweise. So, Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Genug geblabbert oder geblabbert. Whisky-Bubbler, gebabbelt, ja genau, wie ich das so kann, geschnackt. So, vielen Dank, liken, abonnieren, auf meine Sample-Liste schauen, auch da gibt es die Möglichkeit, immer wieder unten auf meine WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe zu kommen, da werden verschiedene Flaschen geteilt, ist schon erstaunlich, was denn da zu Vorschein kommt, also meine ganze Kante kommen, die ich ausgegraben habe nach dem Umzug, was ich alle schon im Whisky hatte. Ich hoffe, der Zenit ist erreicht und ich habe jetzt mehr Flaschen, die ich verkaufe, als dass ich neu dazu nehme. Das wäre eine coole Sache, aber es ist auch ein bisschen Arbeit, immer wieder das dann hier abzufüllen und meine Teilnehmern an meiner Flaschenteilungen glücklich zu machen. Super, Whisky Jason sagt ciao, bis morgen, bis dahin, bye bye.